Ich biete verschiedene Touren an mit dem Tuk-Tuk. Grundsätzlich ist das eine stündige Tour oder eine eineinhalbstündige Tour. Plus dann zusätzlich auch mit Essen. Also man kann das Fondue essen drauf, Bulli-Knusperl oder auch Apero. Und die Tour fängt grundsätzlich mal beim KKL an. Ich erzähle dir etwas über die Geschichte des KKL. Dann fahren wir dann weiter über die Seebrücke zu den Hofkirchen. Dann gibt es dort auch einen kleinen Stopp, wo man aussteigen kann, Fotos machen. Und auch dort erzähle ich eigentlich dauernd etwas über die Stadt, über die Hintergründe, über die Geschichte. Auch Sachen, wo ich überzeugt bin, dass auch die Einheimischen nicht alles wissen. Es geht dann weiter Richtung Leuendenkmal, dann wieder zurück am Schweizer Hof durch und dann in die Altstadt rein, über den Grendel, Leuengraben, Mühliplatz und am Schluss noch die Pfistergasse.